Hallo und herzlich willkommen. Einer von meinen Schülern hat mir diese Aufgabe jetzt zukommen lassen und die werden wir mal heute zusammen durchgehen. Am Ende haben wir überraschenderweise ein sehr glattes Ergebnis. Doch wie kommen wir dahin? Indem wir gewisse Regeln verwenden. Wir brauchen einmal die Potenzrechenregel, dass wir eine Potenz potenzieren, dass wir die Hochzahlen multiplizieren, weil wir hier mehrere Potenzen haben. Also Wurzel 3 hoch. Und jetzt müssen wir alles multiplizieren, was da oben steht. Also 17 Drittel mal Wurzel 6 Siebzehntel mal Wurzel 2. Jetzt gehen wir hin und wenden nur auf den oberen Teil hier diese Regel hier an. Dann haben wir nämlich Wurzel 3. Jetzt können wir die Wurzel über alles drüber ziehen. 17 Drittel mal 6 Siebzehntel mal 2. Jetzt können wir hier kürzen. Wir können auch die 3 und die 6 kürzen, dann bleiben 2 übrig. Dann hätten wir Wurzel 3. Das ist das von unten hier. Das ist der Faktor nochmal. Und was haben wir dann oben noch übrig? 2 mal 2 sind Wurzel 3 hoch Wurzel 4. Und 4 können wir die Wurzel ziehen. Das ist dann Wurzel 3 hoch 2. Und jetzt Wurzel 3 mal Wurzel 3, dann hebt sich das hier nämlich auf und ganz am Ende bleibt nur noch übrig 3. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.